Was ist ein Webmaster? Ein Webmaster ist die Bezeichnung für die Person, die für die Gestaltung und Pflege der Codierung und des ordnungsgemäßen Funktionierens einer Website verantwortlich ist. Im Falle einer persönlichen Website ist der Webmaster meist die Person, der die Domain gehört. Kleine Unternehmen beauftragen häufig intern jemanden als Webmaster oder beauftragen einen unabhängigen Auftragnehmer. Der in Teilzeit von zu Hause oder im Büro aus an dem Projekt arbeitet. Große Unternehmen beauftragen möglicherweise Dritte mit der Abwicklung ihrer Online-Präsenz. In diesen Fällen ist der Webmaster nicht für den Inhalt verantwortlich, sondern nur für das Design und die Funktion. In den Anfängen des Internets wurden Websites mit Hypertext Markup Langwaage, HTML, von Grund auf neu gestaltet. Die heutigen HTML Editoren und Weberstellungsoberflächen ermöglichen es jedem, ein Webmaster zu sein, der wenig oder keine HTML Kenntnisse hat. Zeigen Sie mit der Maus auf das, was Sie sehen, und Sie erhalten, wie Sie Programme, die die gesamte Codierung ausführen, während der Benutzer lediglich angibt, welche Art von Design er oder sie möchte. Kommerzielle Websites erfordern Websites die nicht nur attraktiv für das Auge sind, sondern auch einfach zu navigieren, zu suchen und bei Einzelhändlern zu kaufen sind. Skripte, die Fehlercodes zurückgeben oder Seiten, die Kunden zum Trocknen aufhängen, verlieren Verkäufer an den online -Händler. Der Webmaster ist dafür verantwortlich, dass jeder Besucher die Website mühelos nutzen und den Weg zu dem finden kann, was er benötigt oder möchte, ohne Ärger oder Verwirrung. Einige große Online-Unternehmen wie Yahoo bieten Online-Verkäufern, die eine Webpräsenz wünschen, ohne einen Wegmaster beauftragen zu müssen, virtuelle Schaufenster an. Eine virtuelle Storefront ist eine vorgefertigte Storefront, in die ein Verkäufer sofort einsteigen und die er sofort verwenden kann. Dies wird auch als schlüsselfertige Lösung bezeichnet. In diesem Fall wird Yahoo. Oder das Unternehmen, das die Storefront bereitstellt, kümmert sich um die gesamte Wartung der Website und verwaltet die Webmaster, die für die Aufrechterhaltung des Systembetriebs verantwortlich sind. Die Möglichkeit, Kreditkarten, PayPal und andere Zahlungsmittel zu akzeptieren, sowie Warenkörbe und Suchmaschinen zur Überprüfung des Händlerbestands sind integriert. Abgesehen von schlüsselfertigen Lösungen sind unternehmerische Webmaster nach wie vor sehr gefragt bei Unternehmen, die völlig einzigartige Websites benötigen, die die Besucher begeistern. Große Filmstudios und verschiedene Produktionsfirmen beschäftigen Webmaster mit einem echten Sinn für Kunst und Magie. Investmentfirmen, Immobilienfirmen und professionelle Beschäftigungszentren verwenden jeweils Designstile, die sich in ihren Produkten widerspiegeln. Ein ausgezeichneter Webmaster zeichnet sich dadurch aus, dass er oder sie ein Thema entwirft, das die Besucher dieser Website sowohl in ihrer Form als auch in ihrer Funktion anspricht. Wenn sie beim Besuch einer kommerziellen Website auf ein technisches Problem stoßen, ist der Webmaster derjenige, der eine E-Mail sendet? Bei Beschwerden über andere Probleme wie Lieferungen, Bestellungen oder Rückmeldungen wenden sie sich an den Kundendienst.